Grüß Gott, liebe RT1-Zuschauer. Mein Name ist Helmut Zöbel. Ich bin der Obmann des Schützenvereins Uffenhausen. Wir sind 1995 gegründet worden. Der Grundgedanke, warum wir mit dem Vereinsbau begonnen haben, ist, um der Bevölkerung den Skisport näher zu bringen und den Sportschützen in der näheren Umgebung die Möglichkeit zu schaffen, wettkampfmäßig zu schießen und eben, dass jedermann auch seine privaten Waffen einmal ausprobieren kann. Hallo, grüß euch, ich bin der Markus. Ich bin der Großkaliber-Spartenleiter vom SC Uffenhausen und werde euch ein bisschen erklären jetzt, um was beim Großkaliber-Schießen geht und was ihr bei uns im Schießverein alles lernen könnt. Großkaliber, sagt der Name schon, das sind Pistolen und Revolver ab 9mm und 38 Spezial aufwärts. Das heißt, das sind dann große Handfeuerwaffen. Mit diesen schießen wir üblicherweise auf 25 Meter auf eine Präzisionsscheibe. Im Bewerb werden 60 Schuss jeweils abgegeben, die dann gewertet werden. Und wir hier in Uffenhausen haben in der Großkalibersparte mittlerweile etwa 20 Bewerbsschützen, darunter auch einige Frauen. Und wir haben schon sehr schöne oberösterreichische und nationale Erfolge gefeiert. Und einige Schützen sind von uns auch international unterwegs. Mein Name ist Kaltenbach Alexander, bin seit 22 Jahren beim Verein. Bin in der Sektion Vorderlader tätig und Vorderlader ist eben das Schießen mit historischen Waffen. Das heißt Schwarzpulver und geladen wird die Waffe eben von vorne. Ja, das Ganze schaut so aus, dass man mit einem langen Trichter das Schwarzpulver in die Pistole einfüllt. Dann nimmt man einen in Öl getränkten Fetzen, dass man die Kugel leichter in den Lauf bekommt. Dann wird die Kugel gesetzt und in den Lauf geschoben. Also das nächste ist, dass man das Zündgrad in die Zündpfanne einfüllt. Den Hahn spannt und sich vorbereitet zum Schießen. Es ist eben dann der Gedanke gekommen, das ist zu wenig, wir sollten auch für die Jugend etwas machen und haben dann eben 2000 begonnen, den Verein um die Luftpistolenanlage zu erweitern. Mittlerweile sind es zwischen 15 und 20 Jugendliche, die in dem Alter von 8 bis 15 Jahren hier mit der Luftpistole trainieren und auch Wettkämpfe bestreiten. Mein Name ist Dominik Felbermeier. Ich bin jetzt seit ungefähr 13 Jahren bei einem Schützenverein. Ich schieße einschüssige Luftpistole und fünfschüssige Luftpistole. Bin da meistens bei den österreichischen Meisterschaften vertreten und mache das eigentlich aus Freizeitgestaltung. Wir haben da dann eine Luftpistolenscheibe, die hat 10 Ringe. Die wird dann auf die Scheibenzuganlage aufgesteckt. Diese Scheibenzuganlage bringt die Scheibe auf 10 Meter Entfernung zum Schützen. Bei der Disziplin muss man 5 Schüsse in 10 Sekunden abgeben. Und die Kunst dabei ist, dass man bald genug fertig wird, aber auch nicht zu schnell ist. Und so sollte das dann ausschauen, wenn man halbwegs ein Trefferbild zusammenbringt. Das wäre für die LP5 schon ganz akzeptabel. 2013 wurde eben das Bogenschießen noch dazu ins Leben gerufen. Hier wird auf 3D-Ziele, also auf Plastiktiere im Wald, auf die verschiedensten Entfernungen und aus den verschiedensten Winkeln geschossen. Es ist im Prinzip ein super Freizeitsport für alle, egal ob alt oder jung, Frau oder Mann. Es wird wirklich von allen Altersgruppen genützt und geliebt. Ich sage immer, einmal Bogenschießen, man schießt immer wieder. Ich selber habe dann 2011 mit dem Bogenschießen gleich im Leistungssport begonnen, habe einige Medaillen da ergattern können und ich möchte euch gerne im Prinzip meine Technik des Bogenschießens zeigen, weil es gibt beim Bogenschießen, glaube ich, 10 verschiedene oder noch mehr verschiedene Techniken. Ich selber bin Blankbogenschütze, das ist ein Systemschießen, für das ich mich am meisten begeistern konnte. Ich hoffe, dass Ihnen der Einblick in unseren Verein gefallen hat und dass Sie
viele interessante Dinge gesehen haben. Wenn Sie wollen, können Sie sowohl das Bogenschießen als auch das Pistolen- oder Luftpistolenschießen einmal praktisch probieren.